Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im neuen Video, jede Woche eine neue Idee. Lohnt sich ja immer, mich zu abonnieren und die nicht vergessen, die Glocke zu drücken, weil so werdet ihr immer wieder an eine neue Idee erinnert. Und die neue Idee des Tages, die habt ihr gerade schon gesehen, wie das Video begonnen hat. Ich möchte heute was mit Frühlingsblühen machen, aber mehr Details gibt es nach dem Intro. Ja, ich war mal wieder unterwegs und habe ja, mal wieder so außergewöhnliche, schöne Gefäße gesucht und einfach mal was, was man nicht immer hat, was vielleicht eine schöne Geschenkidee ist. Und ich finde hell ist immer toll, ich mag hell so richtig freundlich und habe diesen tollen, außergewöhnlichen Korb gefunden. Der ist also richtig stabil. Und, oh ja, da habe ich vorhin mit Wasser was gemacht. Das Wasser läuft auch. Genau, man sieht, also es ist in jedem Fach eine Folie drin. Hat auch so richtig schöne Böden. Und es ist also auch, man sieht hier, ja, das ist so richtig stabil. Das ist ganz toll verbunden. Da ist ein ganz fester Draht drin. Und das ist jetzt so eine Raute, wo man einfach vier Pflanzen, ja, ganz einfach reinsetzen oder reinpflanzen kann. Also wenn ich jetzt was mit Sommerpflanzen machen würde, würde ich hergehen, würde die Folie, würde Löcher reinschneiden, würde mir ein Stück Stoff drüber legen und würde dann eben ja die Sommerblüher reinpflanzen. Für den Frühling habe ich gedacht, wir machen es uns jetzt mal ein bisschen einfacher und ein bisschen schneller. Einfach so eine schöne, frische Idee. Ich habe Frühlingsblüher, ja, diese schönen Narzissen und Traubenhyazinthen. Ich habe auch ein paar tolle Eier. Ja, müssen wir mal gucken, mit was wir dekorieren. Und meine Idee war, es geht viel schneller, wenn man einfach nur Töpfchen reinsetzt und wenn die dann verblüht sind, dann tut man wieder ein neues Töpfchen rein. Und damit wir eine richtig schöne, ja, lässige Wirkung haben, das ist jetzt also auch ein Eisenfarn, ein Phlebodium, ja, faszinierende Pflanze, ganz toll. Würde ich allerdings auch drin lassen, diese Pflanze. Und die kann man einfach nur hier, wenn man die so reinsetzt, da hat man eigentlich schon eine super dekorative Wirkung. Es lässt sich auch gut wieder rausnehmen, weil es ist hier so eine Mulde. Das heißt, ich kann den Topf auch anfassen. So. Und da dachte ich, das ist also schön, wenn die so links und rechts drin sind. War so meine Idee. Ich habe einfach mal so überlegt, was ich. Und dann hat man, also entweder man nimmt so ein Phlebodium oder man nimmt einen hübschen Efeu. Das kann man natürlich auch machen. Aber da ist jetzt der Topf so klein und der andere Topf war natürlich so richtig schön groß. Und wenn ich dann die Narzissen nehme, wie gesagt, ich kann immer pflanzen, aber die halten ja eh nicht so lang. Die sind leider zu klein, die versinken jetzt. Aber das macht nichts, da habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, wie ich das einfach überbrücke. Hat ja jeder, also wir sammeln das auch immer. Jetzt hat ja jeder so ein bisschen Styropor. Da kann ich das Styroporteilchen knicken und kann damit einfach. So, kann damit einfach hier innen erhöhen und wahrscheinlich passt die Höhe dann schon. Ha, ja, super, genau. Und da dachte ich, nehme mal eine Narzisse. Eigentlich wollte ich eine Narzisse und eine Traubenhyazinthe. Aber ich glaube, ich finde die Narzissen irgendwie schöner als die Traubenhyazinthen. Ich frage mal meinen Kameramann, die machen mehr Wirkung, gell? Ja, es ist irgendwie. Und ich finde es auch schön, wenn zu diesem Grau oder was jetzt viel grau ist, wenn dann auch Farbe dazu kommt. Und, da kann, und deswegen nehme ich zwei Narzissen, erhöhe also mit ganz einfachen Mitteln meine kleine Mulde und
Was ich auch immer gut finde, ist, wenn man dann so einen hübschen Übergang schafft zwischen dem Töpfchen und ja, dem Gefäß, weil ich gucke auch nicht so gern. Ja, ah, genau. Das ist auch schön, dass sowas im Video passiert. Das ist super, weil da denkt man so, die hängt so rum. Das ist überhaupt kein Problem. Und das ist, ich mag das ja, wenn es so kleine Probleme gibt, weil das sind genau die Dinge, die euch ja passieren. Und wo ihr denkt, was mache ich denn da? Also schön ist, wenn man Heidelbeere nimmt. Heidelbeere bekommt ihr beim Floristen. Hier ist also so ein richtig schöner, großer Bund. Heidelbeere ist wunderschön, um Tulpen zu binden damit. Und ist auch ganz toll, um die Frühlingsblüher zu stützen. Und ich nehme jetzt, also ich habe mir schon so Heidelbeere-Stückchen hier geschnitten. Nehme die, habe die ja schon hier so angeschnitten, wobei die jetzt nicht ins Wasser kommen. Nehme in dem Topf, steck einfach seitlich von diesem, ja, von dieser Blüte, die ja gern, ja, die ja so umgefallen wäre, steck einfach die Heidelbeere rein und blub, schon steht wieder alles. Und damit kann ich also immer, auch bei den Muscari, die tendieren ja auch dazu, genau, hier sieht man es schon, die tendieren ja auch dazu, dass wenn die ein bisschen reifer werden, dass die auch ganz gern, ja, dass die Blätter auch mal hängen. Und auch hier ist mit Heidelbeere zu stützen, ist total klasse. Und das mache ich jetzt einfach so mal bei meinen Narzissen. Zum einen, weil es schön ist, zum anderen, weil es gut stützt und weil dann die Blüten hier richtig, richtig schön stehen. Ja, des Weiteren finde ich es auch immer gut, wenn man nicht auf den Plastikrand von so einem Topf guckt. Heidelbeere lässt sich sogar brechen. Die braucht man gar nicht unbedingt die Baumschere. Das ist auch ganz hübsch, wenn man nicht so ganz kurze Stücke nimmt, sondern wenn man dann auch mal ein bisschen längere nimmt, sodass die Länge der Heidelbeere auch gut zu der Länge der Blüten passt. Also nicht diese ganz kurzen Stückchen. So, damit ist jetzt auch genug Heidelbeere drin. Ich wollte noch gern so einen kleinen Übergang schaffen von dem Topf. Und ich muss jetzt auch nicht immer alles drahten und ich muss auch nicht immer alles fixieren. Ich habe hier ein bisschen Birke und lege einfach die Birke. Ich kann auch zum Beispiel, auch alternativ kann ich auch eine Efeu-Ranke nehmen. Wenn ihr sagt, ihr wollt es lieber grün, kann die Birke hier einfach reinlegen oder rein drahten. Aber habe damit einfach so einen kleinen Übergang geschaffen und man guckt nicht immer auf diesen Plastikrand von den Töpfen. Ja, damit ist eigentlich schon ganz lässig. Die Alternative zeige ich euch auch mal. Das wäre natürlich dann eine Efeu-Ranke. Die Ranken sind ja jetzt auch schön ausgereift nach wie vor. Und dazu nehme ich den Topf raus. Lege die Efeu-Ranke hier so drumrum. Und kann die einfach verwickeln. Ja, nehme die Spitze, wickel die nochmal um und wickel das einfach so zusammen. Und setzt das Ganze, Moment, das ist jetzt so verdeckt von dem Eisenkram, und setzt das Ganze wieder rein. Aber ich finde für das Frühjahr, ich finde es dekorativer und schöner, ehrlich gesagt, finde ich jetzt die Birke. Die ist einfach so ein schöneres Farbenspiel. Aber ich wollte euch trotzdem beides mal gezeigt haben. Dann wollte ich auch noch ein bisschen dekorieren. Ich fand jetzt natürlich gelb, fand ich auch schön, gelbes Gänseei zu nehmen. Und auch das muss nicht zwingend geklebt werden. Ich könnte einfach nur zum Beispiel einen kleinen Draht nehmen. Moment, mein Draht verbirgt sich natürlich hinter den Gänseeiern. So, ein kleines Stück Draht und gehe mit dem Draht hier in die Öffnung von dem Ei und stecke das einfach in den Topf rein und habe damit das Ei hier mit rein dekoriert, ohne zu kleben, kann das danach wieder abnehmen, kann das für irgendwas anderes nehmen. Hab da einfach so eine schöne, kleine, simple Deko reingemacht. Und wenn ihr sagt, ihr bewegt es eh nicht so viel, ihr könnt also auch die Eier einfach reinlegen. Das geht natürlich auch.
Aber die Gefahr ist natürlich, dass es irgendwie wegweht oder ja, irgendwie spazieren geht. Außerdem, meiner Meinung nach, ist es immer schön, wenn die Eier, also es ist schöner, wenn die Eier liegen. Es hat einen ganz einfachen Grund. In der Natur, im Nest, liegen die Eier auch, die stehen eigentlich neben dem Nest. Aber ich würde sagen, ansonsten ist es eigentlich, könnte eine Schleife, nee, ich würde keine Schleife machen. Ich finde, das ist jetzt wirklich schön und simpel. Ach ja, und ich habe hier noch so was Nettes. Ich habe hier so kleine Nestchen. Ich muss das auch mal von vorne angucken, das Ganze. Ich mache das immer so hinter der Kamera. Ich habe hier also so kleine Nestchen gedreht mit Draht. Ein bisschen Moos ist hier drin. Und das ist jetzt so ein Nestchen, das mit relativ einfachen Mitteln sich mit zwei Wachteleiern, ein Federchen umgestalten lässt, natürlich in ein Nestchen mit Bewohnern. Und diese Nestchen, die verschicke ich auch mit, wenn ihr das wollt, gern auf Anfrage. Und da würde ich doch mal statt dem grünen Ei, finde ich ein Nestchen natürlich super. Auch dieses Nestchen ist gut, wenn das fixiert wird. Das heißt, ich gehe hier mit einem, das ist alles festgeklebt, ich kann es umdrehen, ich gehe mit einem Draht hier durch, mache mit dem Draht so ein Häkchen und habe einfach einen Draht dann zum Stecken, um dieses Nestchen in meine Pflanze zu stecken. So, und so ist es auch schon. Und dann kann man das so richtig schön hier vorne dran dekorieren. Ja, und fertig. Fertig ist, genau, das Eikuhn darunter. Fertig ist die kleine Osterdeko. Vorteil ist also hier, wenn die, zum einen kann man die Pflanzen zum Wässern, kann man die auch mal rausnehmen und tauchen, dann wieder reinmachen. Und wenn die Osterglocken verblüht sind, dann holt man einfach ein paar neue, steckt die Heidelbeere um, macht die wieder so rein und hat wieder eine ganz tolle Deko. Und das ist also wirklich ganz, 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 ganz simpel. Diese schönen Körbe, die habe ich, da bin ich ein bisschen gefahren und habe da also, hab die ergattert. Und dieses wunderbare, nein, Körbe, es ist ein Korb mit 4 Mulden. Insofern dieser schöne große Korb, der jetzt so speziell ist, den, jetzt muss ich wieder meinen Spickzettel angucken, den würde ich euch versenden für nur 25 Euro. Das Ei will auch mit dem Film hier mitspielen, ne? Den würde ich euch für 25 Euro versenden, plus Porto, schreibe ich euch nochmal rein. Also das ist jetzt wirklich eine ganz außergewöhnliche, tolles Arrangement. Und das lässt sich auch mit Sommerblumen super, super umsetzen, dass man da schöne Sachen reinpflanzt. Ist auf jeden Fall einfach mal was ganz, ganz anderes. Ja, ihr Lieben, das ist das heutige Video mit diesem wunderschönen Rautenkorb. Ich nenne ihn jetzt mal Rautenkorb. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag ganz liebe vorösterliche Grüße von eurer Margit.